Ja, moin, liebe Freunde von Mittelerde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession von Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde, Teil 2 im Ringkrieg mit Isengard gegen Mordor. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, um kurz mal einen kleinen Rückblick zu wagen. Letztes Mal haben wir ja tatsächlich wir haben viel Glück gehabt, vor allen Dingen, schon mal zu Anfang. Konnten uns einigermaßen halten bisher. Ihr seht ja, unsere Kohle ist recht klein. Keine Sorge, ich fahre gleich fort. Ich muss erstmal so ein bisschen in Gange kommen, ja. Ein älterer Herr braucht ein bisschen länger. Wahrscheinlich sind die meisten von euch älter als ich, aber okay. Ja, wir haben bisher viel Glück gehabt. Auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Und wir müssen jetzt aber trotzdem so langsam sehen, dass wir in die Offensive kommen. Beziehungsweise, es sieht alles so aus, dass wir aktuell wirklich einen Stellungskrieg eröffnen müssen. Weil ohne Stellungskrieg wird das nichts. Ihr seht es ja. Er kommt schon wieder mit Katapulten um die Ecke. Es geht schon wieder gut los. Unsere Leute brauchen ewig, damit sie schießen können. Und es ist ziemlich laut gerade. Ja, das ist halt so ein Problem. Also ich hoffe, dass wir das schnell, recht schnell in den Griff kriegen. Da sind sie. Ja, das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Also es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Wir kriegen mächtig auf die Fresse. Und obwohl ich da gerade eine Truppe beschworen habe, hat das Gefühl so rein gar nichts gebracht. Aber wirklich gar nichts. Man sieht es ja. Alter Schwede. So, ich werde jetzt erstmal... Ich hoffe, der Drache greift sie nicht an. Ich werde jetzt mal versuchen, einen kleinen Stellungskrieg... Ah ja. Ich werde versuchen, einen kleinen Stellungskrieg anzufangen mit Mordor. Was so schon nicht einfach wird. Aus dem einfachen Grunde, weil wir dafür Geld brauchen. Und was haben wir nicht? Richtig Geld. Kann also lustig werden. Zumindest für euch. Für mich eher weniger lustig. Vor allem, man sieht auch gerade... Unsere Leute lassen sich einfach willentlich abschlachten. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Werf mal einen Molly, bitte. Danke. Ja, das hat... Der Molly hat sehr... Ja, Nazgul. Also ihr seht schon, es wird alles andere als schön. Es wird eine Qual. Leider. Es wird eine Qual, aber wir müssen irgendwie... Ja. Mal zur Porte kommen. Was habe ich mir gedacht? Die haben meinen Helden umgehauen. Wie sieht es mit der Festung aus? Können wir sie uns leisten? Wunderbar, dann bauen wir hier schon mal eine Festung. Die Wagreiter nehmen wir mal mit. Die kommen mit hoch. Ach, guck mal, hier habe ich vergessen, die Festung zu bauen. Auszubauen. Ja, das tun sie die ganze Zeit. Das werden sie auch ununterbrochen weiterhin machen. Leider. Ich würde mir ja wünschen, dass sie mal eine Pause einlegen, aber da ich Handicap 0 drin habe, ist das wohl eher weniger der Fall. So, das. Ja, natürlich schickt er gleich wieder seine Olifanten los. Ja, das ist halt das Problem, das ich habe. Unser Gegner haut uns alles entgegen, was er hat, was er aufbieten kann. Und das ist wirklich viel, was Mordor aufbieten kann. Gerade im Vergleich zu dem, was Isengard hat. Ja, und dieser scheiß Katapult ist immer noch intakt. Was mich am meisten nervt. Dass dieses blöde Katapultheil ist. Und dass er immer noch neue bekommt. Das ist mein Problem, was ich aktuell habe. Wir rennen hoch, das ist okay. Okay, ein Katapult wurde platt gemacht. Wurde nicht platt gemacht. Wir kriegen echt das blöde Katapult nicht kaputt. Ich muss jetzt halt ein bisschen ruhiger sein, so gut es geht, weil es halt schon recht spät ist.
Aber ich will halt aufnehmen, damit ich Vorrat hat, aber wie schnell sind die Korsaren? Das ist aber nicht normal, dass die Korsaren so schnell sind auf einmal. Komm, ich hau da mal einen Blitz hin. Macht, was euch befohlen wird! Wieso baust du keine Festung? Jetzt sag nicht, die ist direkt zerstört worden. Die Uruks und ihre Armbrüste. Ihr wisst, was zu tun ist! Baust du die bitte? Danke. Wo sind die Waagreiter? Da. Kommt mal mit hoch. Wir müssen irgendwie mal versuchen, einen Durchbruch zu wagen. Da es leider so nicht funktionieren wird, ohne weiteres müssen wir ein bisschen kreativ... Ach, der selbsterstellte Held wieder. Ist jetzt das dritte Mal, dass er ihn einsetzt. Wir müssen uns was einfallen lassen, Leute. Es ist leider so. Es ist blöd. Aber was soll ich machen? Wir müssen uns was einfallen lassen. Erstmal macht der Schlachthaus platt. Und vor allen Dingen holt euch mal dieses blöde Katapult. Das geht mir so auf den Sack. Unseren Helden haben wir jetzt auch schon. Ah, haben sie sich da von einem Troll trollen lassen. Ich versuche jetzt irgendwie unseren Gegner so weit abzulenken, dass wir einen Angriff von hinten starten können. Was ein schwieriges Unterfangen ist. Leider. Aber wir müssen es versuchen. Wir müssen es einfach versuchen. Orte getarnte Einheiten. Ja, machen wir mal. So, ihr kriegt den Eisenpanzer. Die Versuch dauert noch, aber scheinbar hat uns Mordor bisher nicht bemerkt. Entweder das oder sie haben den Weg die ganze Zeit hier oben gemieden. Das scheint mir eher die andere Option zu sein. Aber mich freut es, dass er einige Leute sinnlos reinrennen lässt. Was ist denn hier auf einmal los? Wieso ist hier so viel auf einmal? Hallo? Können wir hier mal bitte mal... Warum hat er schon wieder ein Katapult dabei? Du musst ihm mal das Katapult holen, bitte. Sehr schön. Das ist jetzt natürlich toll, dass er genau jetzt seinen dicken Angriff startet, während jetzt die Festung gerade fertig ist. Das ist jetzt richtig Weltklasse, aber naja, gut. Ist beschweren auf hohem Niveau gerade. Der Feind ergreift an! Er greift die ganze Zeit an. Alles Katapult zerlegt. Sieht so aus. Zieh dich zurück, zieh dich zurück, zieh dich zurück. Nicht übertreiben. Achso, da waren noch Orten. Ja, schön rein in die Masse. Und der Troll kümmert sich nicht drum. Das ist leider so wirklich ein Minuspunkt dieses Spiels. Du gibst deinen Truppen Befehle und sie befolgen sie einfach nicht. Sie tun einfach nicht, was sie sollen. Tun sie nicht. Warum auch immer. Ich werde es nicht verstehen. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass ich hoffe, dass es heute die letzte Aufnahme ist. Falls nicht, ich habe es hiermit getan. Übrigens, das ist, ja. Genau, das ist nämlich die Scheiße, auf die ich nämlich keine Lust hatte. Dass er jetzt irgendwie meine Abwehr durchbricht. Das ist nämlich genau die Angst, die ich hatte. Dass er seine scheiß Katapulte nutzt, um unsere Abwehr zu knacken. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn er das tut. Mach diesen scheiß Kampfstroll platt. Wenn er drauf geht, dann ist es so. Immerhin haben wir jetzt ein Leuchtfeuer. Das heißt, unsere Fähigkeiten regenerieren schneller. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein kleiner Teilerfolg. Aber wir brauchen wirklich durchgängig Verteidigung hier. Durchgängig, sonst haut er uns weg. Ich kann nicht angreifen. Kann ich einfach nicht. Weil sobald ich angreife, ihr seht es ja, er nutzt es. Er würde es sofort nutzen. Ja, dass der Troll jetzt gerade amok gelaufen ist, das ist sehr gut. Dass das scheiß Katapult immer noch steht, das nervt mich. Und vor allen Dingen sollte endlich diese Kackfestung repariert werden und das wirklich schnell.
Näher ran. Ich hasse es, wenn er Katapulte hat. Ich hasse es einfach. Die KI weiß viel zu gut, mit Belagerungswaffen umzugehen. Und das geht mir richtig auf den Sack. Dass sie das hinkriegt. Und vor allen Dingen, die halten so ewig lange. Guckt euch das an. Ey, das nervt einfach nur. Meine Güte, kann er nicht einfach mal einen Ressourcenengpass haben? Nein. Ist ja die KI und hat über die ganze Karte gebaut. Ja. Danke dafür. Ich brauche wirklich unendlich Nachschub. Geht nicht anders. Ah ja. Würde ich gerne platt machen, Jungs. Das Schöne ist ja, dass sie auch die Festung Geld bringt. Deswegen ist das ganz gut, dass wir hier gerade Festung bauen. Aber du wirst trotzdem hier nochmal... Sofern du kannst, natürlich. Hier war das gerade 61%. Bau nochmal ein. Weil wir brauchen Geld, Leute. Wir brauchen Geld. Ja, es tut ja die ganze Zeit. Das ist ja das Problem. Er tut nichts anderes. Ja, hau mal deinen eigenen Baumeister weg. Das ist in Ordnung. Bin ich mit einverstanden. Ich weiß. Ich kann es aber nicht ändern gerade. Ich kann nur versuchen, ihn so gut es geht abzuwehren. Das ist nicht einfach. Vernichtet sie! Lasst einen am Leben! Ich hoffe ja, dass der bald aufleveln soll. Dann dürfte die Augen greifen eigentlich nur ein paar aus den an. Also du müsste bald aufsteigen. Unser selbst erstellter Held. Den haben wir ja in der letzten Session selbst erstellt. Auch wenn ich mittlerweile denke, ich hätte lieber einen Zauberer erstellen sollen. Vernichtet sie! Daran habe ich aber nicht gedacht. Bewegung. Los! Kümmer dich um die beiden da, um die Katapulte. Die sind wesentlich schlimmer. Der Feind! Vernichtet und den Krüppelschlag hätte ich mitnehmen müssen, weil der ist nämlich richtig gut. Der ist vor allem gegen Helden klasse. Die mögen die Helden nämlich überhaupt nicht. Ja, genau, da will ich nämlich hin, an seinen Nachschub. Ja, er wird sie nicht kriegen. Aber er ist Level 5. Schon mal gut. Ja, lass ihn umfallen. Ist leider so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, Leute. Solange unsere Wagreiter leben, ist das in Ordnung. So, nächste Festung. Es sieht nämlich aktuell so aus. Ja, guck mal, das ist nämlich die Scheiße. Hier hat er nämlich Lager... hier hat er nämlich die Jagdhäuser. Wenn wir die ihm nämlich weghauen, dann schwächen wir ihn schon mal. Nicht viel, aber doch in gewisser Weise. Auch, dass er hier die Frechheit besitzt, vor meiner Tür hier in Dings zu bauen. Ne? Das ist absolut frech. So, Baumeister ist weg. Also die Baumeister, die baut er auch fleißig nach. Worüber ich momentan aber wirklich froh sein kann, ist, dass er nicht Sauron baut. Weil den Ring hat er ja. Also eigentlich könnte er es. Aber so wie ich die KI einschätze... verballert er so viel Geld, dass er einfach nie Geld hat. Dass es einfach daran liegt, dass er deswegen nicht Sauron bauen kann. Aber sonst hätte er es längst getan. Höchstwahrscheinlich. Ach, guck mal, Saurons Mund hat er auch. Die Scheiße steht einfach immer noch. Die stehen einfach immer noch, diese blöden Katapulte. Und der Trupp wird auch nicht besser, leider. Ja, da hinten hat er schon das nächste Katapult. Genau, das meine ich, was mir so auf den Sack geht. Das nervt einfach. Wieso baut er so unendlich viele Katapulte? Dass er einfach mal ein Limit haben sollte. Ich weiß, es ist schon wieder Beschweren auf höchstem Niveau. Und wahrscheinlich nervt es auch schon den einen oder anderen. Aber es ist einfach die Wahrheit. Es nervt einfach nur. Du hast keine Möglichkeit, dich mal zu erholen, dich mal zu regenerieren, mal in Ruhe aufzubauen. Hast du nicht. Du kriegst nur auf die Schnauze und das die ganze Zeit. Und das verdirbt leider sehr das Spiel. Finde ich. Ich weiß, ich hätte ein Handicap reinmachen können, will ich aber nicht. Ich will das auch ohne Handicap schaffen können. Ich hab's gesagt. Na? Guckt euch das an. Mit einem Punkt, aber trotzdem reicht es noch. Dass das Ding mit einem Punkt noch weitermachen kann. Was ist das? Nicht
Ruhe, denn! Die Festung ist bereit! Zieht euch zurück, Jungs. Macht, was euch befohlen wird! So. Ist mal eine andere Taktik. Aber was soll ich machen, wie gesagt? Irgendwas muss ich mir mal einfallen lassen. So. Baumeister, du nutzt die Gelegenheit und baust schon mal eine weitere Grube. Eine weitere Mine. Guckt euch das an, wie rot das alles ist. Das. Ja. Ja. Keine Chance mehr. Auch wenn er alleine war, aber trotzdem. Vorsicht! So kann ich den Blitz. Ich wollte gerade sagen, so kann ich den Blitz nicht anwenden. Die Units haben leider keine wirkliche Verteidigung. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Also die Armbrüste. Das kann ich noch so sehr hochjubeln, die haben keine wirkliche Verteidigung. Es ist einfach das Problem, dass Mordor so eine riesige Vielfalt hat. Während Isengard im Grunde vielleicht zwei, drei Einheiten Unterschied hat. Waage, Uruks, Urubogenschützen, Urukrikiniere. Aber das war es dann auch. Keine Trolle, keine Olifanten oder was ähnliches. Gar nichts. Ja, und die Unländer halt noch. Das ist halt das Problem. Ich glaube, das Problem wäre noch intensiver gewesen, hätte ich die freien Orks genommen. Dann wäre das Problem noch größer. Also im Grunde kann man wirklich sagen, dass die... dass Mordor von den bösen Fraktionen die stärkste ist. Und ich finde es sehr schön, dass er seine Einheiten da oben sinnlos opfert. Finde ich sehr gut. Und ich habe alle Zeit der Welt, um mich auszubauen. Beziehungsweise auch, um unsere Produktion voranzubringen. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Genau die Scheiße habe ich mir gedacht. Jetzt nutze es aus. Ich muss Sharkuma zurückholen für die Verteidigung. Genau das habe ich befürchtet, dass er das nutzt. Du blöde Sau. Ich baue da jetzt mal eine Balliste. Vielleicht kommt die ja ran. Jawohl. Was ist mit dem los? Ist er stecken geblieben? Nee. Manchmal passiert das ja tatsächlich. Das passiert zum Beispiel im Remastered auch von Command & Conquer gerne mal. Dass Truppen einfach mal stecken bleiben. Also manchmal passiert das. Nicht immer, aber es passiert. In dieser Grube zücken wir um. Genau, zieht euch erstmal zurück. So, und dann bauen wir erstmal hier. Wir bauen mal hier einen kleinen Sekundärstützpunkt auf. Aha, jetzt kommt er hier hoch. Er hat also gemerkt, dass wir hier sind. Ja, er hat auch einen neuen Troll hier gehabt. Klar hat er das bemerkt. Vielleicht sorgt das hier unten für eine kleine Entspannung. Dann wäre das schon mal was Gutes. Aber wenn wir hier schon mal eine kleine Entspannung haben... Nein, kein Wagvorposten. Ich brauche, wenn da, die Waggrube. Ihr wisst, was zu tun ist. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt gerade? Was waren das gerade für komische Wellen, die da waren? Belagerungsmaschinen, ja, die Bevölkerungsgrenze geht leider nicht höher. Grube erweitern, da wird gerade gebaut. Jojo, es greift er die ganze Zeit an. Wie ein Leben. Oh! Ja, alles klar. Shaku und Uruk-Gromalok. Uruk-Gromalok? Uguk-Gromalok, genau, danke. Wir können nicht gewinnen! Doch können wir. Wir müssen nur lange genug durchhalten. Ja, es wird jetzt leider ein reiner Grabenkrieg. Ich weiß. So. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt macht er oben Druck. Jetzt will er oben Druck machen. Er hat gemerkt, unten komme ich nicht an. Oben ist er jetzt auch. Also muss ich da jetzt sehen, dass ich Druck mache. Sehr interessant. Jetzt merkt er, oben, unten komme ich nicht gegen... Ja. Es ist wirklich gerade sehr interessant, was hier vor sich geht. Ah, hier fehlt der Magieturm. Hier fehlt er auch. Ja, bleib so stehen, das ist in Ordnung. Komm, ich schick dir noch den Wächter im Wasser. So. Blöd ist halt nur, dass er keine Plünderfähigkeit hat. Isengard. Das wäre sehr vorteilhaft. Weil dann könnten wir nämlich aus seinem Schaden Kapital schlagen. Jo, Olifanten, ey, alles klar. Olifanten, ey.
Natürlich. Und natürlich baut er gleich sein Gedöns wieder auf. Ja, ich sag ja. Sobald der Gegner merkt, oh Scheiße, meine Ressourcen sind gefährdet, dann wird er bissig. So. Ich hätte nämlich gerne auch hier noch eine Festung hingezimmert. Aber jetzt besteht die Gefahr, dass er meine Leute abfängt. Ich riskiere es trotzdem mal. Bauen wir mal hier oben eine Festung hin. So, wie sieht die Festung aus? Da fehlt der Magierturm. Ihr habt den Magierturm. Ihr habt nur keine Krähen. Gut. Aber man merkt schon, der Gegner kommt jetzt so langsam in ein Dilemma rein. Jetzt weiß er nämlich nicht mehr, wo er seine Truppen einsetzen soll. Weil er jetzt merkt, scheiße, jetzt greift er von zwei Seiten an, nicht mehr von einer. Wenn überhaupt er mal angreift, ja. Das ist auch nur so eine Geschichte. Uru-Gruppe ist auf Maximum, dann erhöhen wir hier nochmal. Kann er bauen? Er baut. Sehr schön. Wieso langweilt ihr euch? Schnappt euch das nächste Jagdhaus. Schlachthaus heißen die Dinger. Ich glaube, die Balliste zu bauen war gar nicht so schlecht. Ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Glücklicherweise hat Mordor keine getarnten Einheiten. Einzige getarnte Einheit, die es hier gibt, ist Gollum. Wegen des Ringes. Sehr gut. Was soll er machen? Oh, die Balliste, die ist echt klar. Was ist denn hier passiert? Die hat er ordentlich reingehauen. Ich sehe. Ach ja, er hatte ja einen Olifanten dabei. Den Drachen werde ich. Alter! Du feige Sau! Dass du es nicht lassen kannst! Du feige Sau! Das kann echt nicht wahr sein. Du mit deinen scheiß Belagerungswaffen. Kannst du dir die nicht einfach mal in den Arsch schieben? Entschuldigung, aber ehrlich. Diese Scheiß. Ja, klar. Er liebt diese Scheißdinger. Er liebt die einfach. Diese Scheißbelagerungswaffen. Wie kann man so auf Belagerungswaffen stehen? Ich verstehe es nicht. Echt. Ja, sie sind gut, aber trotzdem. Was soll die Scheiße?